Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von American Truck Simulator, der zweiten Staffel Reloaded. Wir befinden uns in Kingman, Arizona und fahren einen Containerstapler. Jetzt muss ich gerade nochmal überlegen, 118.500 Pfund. Hier links nach Arizona, nach Arizona, genau, nach Phoenix, Arizona. 240 Meilen, mal gucken. Haben wir eine Begrenzung eigentlich? Ne, nur Oversize. Das heißt. Fahren demnach mehr oder weniger gemütlich Richtung Phoenix. Ich weiß nicht, ob wir irgendwie. Okay, da in Kingman sollten wir natürlich weiterfahren. Danke, Navi. Da wollen wir hin. Und dann geht es eigentlich nur gerade Richtung Phoenix. Perfekt. Jetzt müssen wir nochmal tanken. Das sollte eigentlich. Prinzipiell sollte das passen. Wahrscheinlich müssen wir aber nochmal tanken. So wie ich unser Glück kenne. Interstate 40. Scheiße. Na, passt das? Passt. Ah, ja, Elfe. Jetzt mal derselbe Mist. Schade, dass das von der KI nicht irgendwie. Wobei ist ja prinzipiell. Ich weiß gar nicht genau, ich meine. Na gut, in Amerika ist es ab und an oder so, ne? Naja. Wäre zumindest auch nice, wenn einige dann die Seite wechseln würden. Wenn man mit dem LKW ranrauscht. 75 Miles per Hour dürfen wir sogar fahren. Hervorragend. Wir sind da um 2:36 Uhr. Dort werden noch ungefähr erwartet. Wir werden wann erwartet nochmal? 2:31 Uhr, okay. Beziehungsweise 14:31 Uhr. Man merkt schon, dass wir ordentlich was zu ziehen haben. Jetzt fahren wir hier schon an Kingman vorbei. Bleiben noch auf der mittleren Spur, ich glaube. Die rechte Spur ist eine Abbiegerspur. Ist aber schon nice vom Sound, ja, vom vorbeifahren LKW. Hat schon ganz schön gut gezischt. Okay, Historic Route 66, die fahren wir heute mal nicht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Haben wir einen Retard hier überhaupt drin? Ja. Hervorragend. Ich glaube, die 75 werden wir auch eher weniger erreichen. Da
Dafür haben wir einfach zu viel Last hinten und an. Phoenix, nächste Exit natürlich, den nehmen wir dann. Ist auch nur 180 Meilen. Ach schon, das ist wahrscheinlich eine etwas kürzere Strecke jetzt. Aber das muss ja auch mal sein. Die richtig lange Strecken, die. Hoppla. Die kommen ja erst noch. Okay, zum Glück. Ich frag mich, wie wir da nix. An der Fracht beschädigt haben. Ich meine. Die ragt ja doch schon etwas über, aber. Läuft. Glück gehabt. Mal weiter über den Highway. Scheint mir so. Richtung Phoenix. Das Highway wird gleich breiter und dürfen wir ein bisschen schneller fahren. Von daher. Ich muss echt nochmal gucken, ob wir überhaupt hier auch schon mal einen LKW hatten. Also in der ersten, in der quasi in der Originalserie Season. Das weiß ich nämlich nicht mehr, ich muss echt nochmal nachschauen. Mal so langsam aber sicher kommen wir immer mehr in den Bereich, dass wir weiß noch, dass wir das ne? Dass wir unseren ersten LKW holen können. Und dann möchte ich zumindest schon mal den Anfang gleich haben, mehr oder weniger. Dass wir so gesehen die Startorientierung dann identisch haben. Oder ähnlich. Jetzt kämpfen wir uns aber auch ordentlich den Berg hoch. Gott, Grafikfehler. Boah, nicht den Berg runter. Das weiß ich auch nicht. Warum nicht runter? Und hat 23 Miles. Oh, Moment. MST? War nochmal MST? Wahrscheinlich Summertime. Aber. Oh oh. Das Gefühl, wir müssen. Bremsen. Das ist aber schon cool. Das
es geht aber jetzt ja schon. Ah, okay, weil hier jetzt wieder einspurig wird, deswegen. Ich verstehe. Ja, das macht ja wieder Sinn. Mountain Standard Time ist es. Okay, da haben wir schon wieder was gelernt. Da hinten gibt es wahrscheinlich eine Ampelanlage, deswegen wir unter anderem auch bremsen mussten. Oh, direkt weiter über die Brücke. Okay. So Flash-Flats als Zufallsevent wäre auch noch so eine nice Sache. Ist halt die Frage, inwiefern das umsetzbar ist. Müsste aber auch so ein komplett seltenes Zufallsereignis sein. Also wenn wir noch irgendwo an der Tanke vorbeikommen, dann würde ich sogar noch tanken. Haben wir doch mittlerweile ziemlich wenig im Tank. So, jetzt auf dem Highway 60 in südliche Richtung. Die Tanke ist auf der verkehrten Seite. So, das hier fühlt sich halt so, ne? Das sieht halt so aus, als ob das bei starken Niederschlägen zu so einem reißenden Fluss wird. Oder mal ein Fluss war, kann natürlich auch sein. Wobei, wo mal ein Fluss war, da kann auch wieder ein reißender Fluss entstehen, weil starken Niederschlägen. Also das mit dem Zufallseignis dann auch wieder so eine Sache, wenn man halt den vorbei, das kann man bestimmt irgendwie so einbauen mit Code, nur ist halt die Frage. Da halt das Wasser in dieser Engine nicht simuliert ist, also nicht so simulierbar ist wie beispielsweise jetzt bei City Skylines, wo man ja doch ziemlich guten Flash Flood, eine Flash Flood animieren könnte. Mit dieser Engine ist so ein Zufallsereignis nicht möglich. Oh Gott! Gar nicht wirklich realisiert, dass hier vorne gehalten wird, weil eine Ampel dort ist. Oh, nächste müssen wir hoch. Gott, ernsthaft, da willst du noch die Spur wechseln? Das ist ja schon. Das ist ja schon brutal. Oh, wow. Hat der gut funktioniert. Oder warten wollt. Was flackert denn das da jetzt so? Aber schmeiß wieder weiter, perfekt. Zur nächsten Ampel. Dann wollen wir mal wieder auf die Interstate. Richtung, gut, Richtung Flagstaff, aber wir wollen natürlich noch Phoenix. Ja.
Was das denn für eine Aktion? Also die, boah, das ist ja. Also die KI ist ja schon krass drauf. Also. Also nicht, dass ich es nicht geil finde, so dass auch sowas möglich ist. Aber das war ja schon ein krasses Manöver. Also, ja. Vom Manöver her schon richtig übelst heftig krass. Aber wenn man das von der. Von dem Aspekt betrachtet, dass das möglich ist, oder dass im KI-Code das so gesehen möglich ist, dass solche waghalsigen Manöver gefahren werden, das ist schon wieder so eine nice Sache. Gott. Ja. Das habe ich auch noch nicht gesehen, ey. Das ist schon. Wurde da irgendwas im Code gemacht in letzter Zeit? Also, ich bin zwar irgendwie auf Version 1.Dings, also auf der temporären. Auf einer temporären Funktion unterwegs, aber ich bekomme immer wieder ab und an mal Updates. Also, wurde am KI-Code irgendwie was geändert in letzter Zeit? Habe ich gar nicht so wirklich durchgelesen, mir die Sachen. Also eigentlich immer nur, hey, das ist eine Benachrichtigung. Hey, die Benachrichtigung ist für mich irrelevant, weil ich nicht auf der aktuellsten Version spiele. Deswegen machen wir einfach nur die Benachrichtigung weg. Also von daher habe ich eigentlich gar nicht wirklich was dort gelesen. Was das betrifft. Wir werden auch zur Mountain Standard Time erwartet. Perfekt. Schon wieder Roadwork, okay. Also ist aber jetzt ordentlich hier was los, ne? So was das betrifft. Schon echt wieder runter auf. Aber diesmal noch runter auf 55 Miles per Hour, okay. Ich hab nichts gesehen. Okay, wir bremsen zuerst. Wollen sie alle hoch? Ja, das ist ja sehr geil. Tanken muss dann halt der Kollege, der nach uns dran ist, der den LKW wirklich wieder übernimmt. Kann ich jetzt aber auch nichts für, dass nicht auf dem Weg war. Ich mach doch keine Umwege dafür. Phoenix Logistic Area, hervorragend.
ist hier wieder viel los. Was? Das sind nämlich jetzt durch oder was zum Teil? Ah, das ist doch. Dann lass mich doch auch vor, meine Güte. Täusch doch nicht an. Erst aufmalten Phoenix, hervorragend. Phoenix Freight oder was? Ich hoffe, dass es. Oh Gott, das sieht nicht. Das sieht nicht nach dem schönen Prefab aus. Das könnte jetzt ugly werden. Wenn ich es richtig sehe. Okay, nee, Glück gehabt. Sonnenfunk war ich dann so bescheiden aus, die der Update-Ort. Wobei das andere war Plaster and Sands, ne? Und wir sind hier bei. Plaster and Sands. Wobei ich glaube, dass das schon so gewählt ist, dass solche Schwertransporte eher zu diesem Prefab gefahren werden und solche, was weiß ich, Druckbilder oder irgend so ein Zeugs, dass das dann zum anderen Prefab gefahren wird. Aber dann kassieren wir mal. Ja, wir sind rechtzeitig. Wir sind sogar sehr spät dran. Also, was ist spät? Wir sind nicht. Wir sind im Rahmen, so. Containerschachter von kriegen wir nach Phoenix geliefert. 246 Meilen, 7 Stunden haben wir gebraucht, 250 Gelden verbraucht, 10.000 bekommen und 493 Erfahrungspunkte. Und wir sind Level 5. Heißt, es geht auf Just in Time. Wodurch wir 3% höhere Vergütung für das Abschließen einer wichtigen Lieferung bekommen und 20% Erfahrungsbonus. Let's go! Und natürlich speichern wir das Ganze und was war das für eine Folge überhaupt? Oh, stimmt, Tatsache. Moment, nee, ich wollte. Folge 7 muss es gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ansonsten sehe ich euch dann nächstes Video wieder oder morgen mit einer weiteren Folge von Euro Truck Simulator 2, sofern das alles hier funktioniert.